Damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Und wir befinden uns immer noch auf dem Starkiller. Okay, in den Wald. Gehen wir zum Wald. Ja, okay, die Raven ist keine gute Idee, aber wir gehen trotzdem in den Wald. Wusstet ihr, dass der Planet Illum zuerst der Eisplanet war und dann zur Starkiller-Basis umgebaut wurde? Illum, da gab es ja diese Edelfestung. Das hat man Star Wars The Clone Wars und wir müssen in die Richtung Wald gehen und Jedi Fallen Order, dort hat man den Planet auch gesehen. Da hat sich nämlich der Cal Kestis sein Lichtschwertgestalt besorgt. So, dann wechseln wir mal wieder zu Rey. Hallo. Ah, geht doch. Da gab es gerade kurze Bug. So. Rot. Zack. Also meine Lieblingslichtschwertfarbe wird wahrscheinlich grün sein. Also grün finde ich ganz gut. Es gibt kein Orange, aber grün finde ich gut. Oder so gelblich grün. Also so ähnlich wie das Ahsoka-Lichtschwert. Achtung! Oh, da hat sich die Bray aber ganz schön wehgetan. Tja, dann laufen wir mal rüber, damit wir hier noch ein paar Münze bekommen. Noch 50.000, dann haben wir die 1 Million Münze voll. So, zack, wechseln wir. So, ich sehe mir das Wrack an, vielleicht könnte ich noch etwas Nützliches verwenden. Ja, das war schon nützlich. Dann die Münze mitnehmen, zack, wechseln. Nochmal wechseln. Aufschneide. Zack. Ah, ich muss mich noch übrigens bei euch entschuldigen, dass vorgestern gar keine Folge kam. Das finale Beschuss auf den Generator. Kapitel 9. Das Finale. Nach Han Solos schicksalhaftem Wiedersehen mit Kylo Ren im Herzen des Generators fliehen Finn, Rey und Chewbacca in das verschneite Ödland. Hoch über ihnen tobt die Schlacht, doch die Truppen des Widerstands sind zahlmäßig weit unterlegen. Die X-Flüger schienen die Verteidigung des Generators nicht durchdringen zu können und das Schicksal der gesamten Galaxis hängt in der Schwebe. Puh. Volltreffer! Alles klar! Puh. Rot 4, Rot 6. Begibt euch in Angriffspositionen. Wir müssen einige dieser T-Jäger ausschalten, bevor wir nochmal vor zum Generator dringen können. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich muss dir noch nicht sagen, dass du Schaden nimmst. Was? Tja, also wir machen jetzt hier mal gar nichts, sondern sammeln hier einfach nur die Münze ein. So, zack, einmal oben durch. Und das ist schon uns den hübschen Starkiller. Mund, sag ich jetzt mal an. Dort kommt der Todesleser. Wahnsinn, Schwarz 1. Dort kommt dann der Todesleser raus, der Planete zerstört. Es wäre wirklich so gewesen, dass wenn die wirklich die komplette Sonnenenergie eingesaugt hätte, dass es dann keine Sonne mehr gäbe. Aber es gibt ja im Star Wars-Universum mehrere Sonnen. Aber die große Sonne, die gibt es dann nicht mehr. Wenn wir rauskommen, sagen sie mir, ja, ihr könnt es ja selber lesen, ich bin ein bisschen langsam. So, zack, einmal da noch durch. Zack. Zack. Den nehmen wir jetzt gerade an. Also, wir können ja noch ein paar Abschießer auf dem Weg haben. Mein Hauptziel ist gerade die. Durchzufliegen. Genau. So, zack. Und zack. Oh, dann geht's hier weiter. Ich habe tatsächlich überlegt, dass ich vielleicht das Star Wars Format wieder, das Harry Potter Format irgendwie wieder belege. Oder so. Weil die Aufrufe sind echt nach unten gegangen.
Vielleicht mache ich ja pro Woche dann etwa. Ich überlege mir das mal. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt das Rätselspiel noch durch und dann tue ich das Format wieder bei den Werkzeugen. Ja, vielleicht muss ich mal wieder abwechseln. Abi, juhu! Was ist denn die Sonne? Denk daran, wenn die Sonne weg ist, ist sie Feuer bereit. Aber solange es noch hell ist, geht es ganz schön eng hier. So, jetzt müssen wir eigentlich die Kanone wegwerfen. Feinde direkt vor uns abschießen. Oh Mann, das ist zu kompliziert, das ist alles. Ah, Mann. Nein, hier können wir nicht verbringen. Dann machen wir hier noch durch. Jetzt müssen wir hier eben. Dann schieße ich einfach mal rum und probiere, dass ich wenigstens ein explodiere. Das ist eine komische Lösung. Ich glaube, das ist ein großer Strahl. So, einmal hier durchfliegen. Also das Marke. Von der Story her unterscheidet sich das schon durch das normale Star Wars. Ich liebe Star Wars, das Achtung, Team 1, ich gehe rein, gib mir Deckung. Verstanden, Schwarz 1, viel Glück, Poe. Ja, da sind wir auch schon drin. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwie ziemlich schwierig war, wenn die muss man nicht so Torpedos haben. Also, keine Ahnung, glaube ich. Die Aufgabe ist ganz einfach, man muss einfach nur durch die Passiere fliegen und gucke, dass mir die blaue, rote, gelbe Dinger kaputt bekommen. So, zack. Yeah! So, Beschuss auf Generator. Das ist ein Sternchen. 47 Grad. Das ist doch 3000. Da haben wir die Periode. Jawohl! Darauf freue ich mich schon. Zack. R2K7. Also ich würde sagen, ich denke, wir sammeln dann alles irgendwie ein. Und danach spielen wir mit der Geschichte weiter. Oder wir spielen mit der Geschichte weiter. Keine Ahnung. Danke fürs Ansehen. Möge Macht mit euch sein. Ciao.